guten Morgen, liebe Kinder, guten Morgen, liebe Eltern der zukünftigen Schüler und Schülerinnen der Willy Brandt Gesamtschule. Leider kann ich ja niemanden selber begrüßen, aber da ich alleine im Büro bin, kann ich ohne Maske zu allen sprechen und jeder kann mich sehen. Wir werden versuchen, ein bisschen mit einem Film die Schule darzustellen. Die Abteilungsleiterin Frau Spregade-Haufe wird ein wenig mehr erklären. Und wir hoffen einfach, dass man trotzdem sehen kann, wie es bei uns ist, wenn wir eine lebendige Schule sind. Im Moment sind wir ja sehr eingeschränkt durch Corona. Wir freuen uns trotzdem wahnsinnig auf die neuen Schülerinnen und Schüler und auf die Eltern. Und auf der Homepage wird auch noch stehen, wann man mit uns zumindest am Telefon sprechen kann und wie man sich anmelden kann. Jetzt viel Spaß bei den Eindrücken der Willy Brandt Gesamtschule. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christine Spregade-Haufe. Ich bin für die nächsten 3 Jahre eure Abteilungsleitung und ich stehe hier in der Klasse 5a mit einem großen, großen Stundenplan mit ganz vielen Stunden, die ihr so wahrscheinlich gar nicht kennt. Einige Fächer sind ganz wichtig hier für euch, die sind neu, die KST-Stunde, das ist die Klassenstunde, da macht ihr ganz viel zum Thema Klassenregeln, gemeinsames Lernen. Und werdet natürlich auch Ausflüge dann hoffentlich planen können. Hier seht ihr nochmal im Überblick die Schulzeiten. Wir beginnen um 8. Der späteste Termin, wann wir enden, ist 15.55 Uhr. Und dann gehen wir nochmal zurück auf den Stundenplan. Hier das Fach Technik, dürfte euch auch nicht bekannt sein, und das Fach Hauswirtschaft. So, jetzt bin ich in der Schulküche gelandet. Hier findet das Fach Hauswirtschaft statt. Und hier lernt ihr viel über gesunde Ernährung und natürlich kocht ihr auch in jeder Stunde. Und ihr habt auch einen kleinen Speisesaal, wo ihr dann selbst die Sachen verzehren könnt. So, jetzt bin ich in einem Bereich angekommen, der wird für euch am Nachmittag und in der Mittagspause ganz wichtig. Hier ist einmal ein Aufenthaltsbereich, aber auch nochmal draußen, da gibt es noch Kicker. Oben konntet ihr Fußball und Basketball spielen. Wer sein Essen vergisst, wir haben auch immer einen Kiosk, der wird von unseren Eltern geleitet. Da könnt ihr euch schnell etwas zu essen holen und ich gehe jetzt weiter mit euch in die Mensa. Ja, hier sind wir also in der Mensa angekommen, hier hängen noch die Wimpel. Ich hoffe nicht von der letzten Einschulungsfeier, aber sicherlich von einem Theaterstück oder anderer Aufführung. Die Bühne hier hinten, die wird genutzt vom Fach Darstellen und Gestalten. Das könnt ihr wählen ab dem 7. Schuljahr. Es ist ein Wahlpflichtfach und ein toller Schwerpunkt. Und hinten seht ihr noch die Jalousien. Da wird das Essen gereicht und sonst wird der Raum in ganz vielfältiger Weise genutzt. Ich bin jetzt hier im neuen Physikraum. Das ist wirklich Future im wahrsten Sinne. Ihr habt eben gesehen, wie hier die Apparate herunterfahren von der Decke. In den Genuss werdet ihr sicherlich kommen, wenn ihr hier Unterricht habt. Und überhaupt befindet sich die Schule jetzt in einer ganz, ganz großen Umbauphase, von der ihr sicherlich alle ganz sehr profitiert. Und die Gebäude werden jetzt nach und nach umgestaltet. Und hier sind wir jetzt wirklich im allerneuesten Gebäudeteil mit Beamer, toller Beleuchtung und einer tollen Bestuhlung. Ja, wir sind jetzt an der letzten Station unseres Rundgangs angekommen, am Sekretariat. Hier seht ihr unsere beiden Schulsekretärinnen, Frau Klaus mit der roten Maske, Frau Azad-Scher mit der schwarzen. Und wenn ihr euch hier anmeldet, ist das hier der Ort, wo ihr hinkommt, beziehungsweise wohin auch eure Unterlagen geschickt werden. Ich hoffe, dass wir uns gesund wiedersehen, spätestens beim Kennenlerntag und nach den Ferien bei der Einschulungsfeier. Bis dahin, tschüss!